Leute, 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 Dragon Ball Super und Power Scaling sind wieder vereint und zurück. Und zwar haben wir eine Information, und zwar wir angeblich Toriyamas wirklich geschriebene Worte. Ich werde hier nochmal einen Teil reinschneiden, wenn ein paar mehr Infos drin sind. So, Freunde, ich habe nochmal kurz den Double-Check gemacht, und zwar die Info ist aus einer Light Novel, also geschriebenes zu dem Film, die geschriebene Version von diesem Film, vom Dragon Ball Super Broly Film, wie gesagt. Ist sowieso nicht so eine starke Aussage, steht aber in dem Buch drin. Bis jetzt ist nur die Seite raus, aber die Information ist so, wie sie ist. Legit, und sie koexistiert auch mit der anderen News, die wir hatten, von wegen Brolys Kraft ist stärker als die von einem Gott der Zerstörung. Deswegen ist das hier so ein bisschen der Part 2 von der Besprechung, die wir schon gehabt hatten, nur jetzt ein bisschen ausführlicher, weil wir es jetzt mehr oder weniger genau wissen. Aber bis jetzt scheint es wirklich so, dass gesagt worden ist, und das auch eine Toriyama-Aussage ist, dass Goku sagt, also Toriyama wollte, dass Goku sagt, wahrscheinlich ist Broly stärker als Beerus-sama. Und ich denke, diese Aussage wird in, ja, sag ich mal, ein paar Stunden, wo ich das hier jetzt gerade aufnehme, auf Instagram, auf Twitter, auf YouTube komplett in die Höhe gehen. Und dann wird das Drama wieder groß sein. Wie gesagt, wir haben den 13.12. Ich meine, die Premiere ist heute und morgen kommt dann, ja, der Film in den japanischen Kinos. Wir als deutsche Fans dürfen natürlich noch warten, ist halt wirklich schade. Aber lasst uns kurz über diese Power-Scaling-Sache reden, denn ich denke mal, die meisten von euch haben das mit Gogeta mitbekommen. Ich meine, Toei Animation wollte, dass ihr das mitbekommt, also bekommt ihr das mit. Deswegen können wir auf jeden Fall hier auf einer Basis reden, ohne dass ich auf den Inhalt eingehe, den wir durch die Spoiler erfahren haben. Also keine Sorge, das bleibt eigentlich spoilerfrei, soweit es geht. Und zwar, wir haben folgende Sache. Wir haben die Aussage von Goku. Goku sagt hier an dieser Stelle, er kämpft gegen Broly und sagt dann, hey, vielleicht ist dieser Gegner stärker als Beerus. Und die Aussage von Son Goku ist gar nicht dumm oder so. Die Aussage von Son Goku, wenn ihr mal drüber nachdenkt, ist ja mehr als nachvollziehbar. Weil, wann hat Goku gegen Beerus gekämpft? Goku hat gegen Beerus gekämpft, wo er ein Super Saiyan Gott war. Das erste Mal. Und viel wichtiger, ist es hier eine Szene gewesen oder eine Situation gewesen, wo Goku noch ganz am Anfang stand. Wir hatten danach wirklich sehr, sehr viele Steigerungen. Super Saiyan Blue, Super Saiyan Blue Kaioken, dann auch noch den Tunnel der Kraft, die ganze Sache. Also, Goku jetzt ist um einiges stärker als Goku damals. Und das heißt, für die Logik von Goku, was auch einfach eine Logik ist, die Sinn macht, wenn er gegen einen Gegner kämpft und ihn so einheizen kann, könnte man hier schon vermuten, hey, der Typ könnte stärker sein als Beerus. Heißt das, Broly ist stärker als Beerus? Kann man nicht sagen. Ich werde gleich ein bisschen näher drauf eingehen, ist halt eine schwierige Angelegenheit, weil die Formen von Broly sind anders als die von Kale. Ich würde hier immer noch sagen, dass eine quasi Geschichte von einem Nachfahren von Yamoshi, dem ersten Super Saiyan, hier wohl am meisten Sinn machen würde, weil es einfach gut passen würde und man dann das nächste Geheimnis der Saiyans auflösen könnte. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, vor einem Jahr, zu den Weihnachtstagen, habe ich auch mal ein FAQ gemacht zu Yamoshi, deswegen, wir tappen immer noch im Dunkeln. Ja, Toriyama hat ihn angeschnitten. Ja, ich denke, wird irgendwann Teil der Dragon Ball Geschichte, also dass auch mal irgendwann animiert wird, aber bis jetzt ist das Ganze ein bisschen schwer mit in Relation zu setzen. Deswegen lassen wir das, warum Broly so stark ist, warum er diese Formen hat, erstmal raus. Also, was sagt uns das? Goku hat einen Beerus erlebt, der verdammt nochmal stark war. Goku hat aber auch einen Beerus erlebt, der noch längst nicht auf 100% war. Und das Thema Ultra Instinct war zu der Battle of God Saga noch ganz, ganz, ganz weit weg. Also, darüber hat man noch gar nicht geredet. Das heißt, dass wenn Beerus mal wirklich all out geht, dann wird er sehr wahrscheinlich stärker sein als Broly. Ich kann mir das anders gar nicht vorstellen, weil die Sache ist die, natürlich, Beerus ist noch weit weg von Whis Stärke. Das ist uns ja bewusst, weil Whis hat den Ultra Instinct drauf und er kann ihn auch richtig einsetzen. Also, ja, je nachdem, wie das bei Engel sein wird, dabei wird auf jeden Fall auf einem anderen Kämpferlevel sein. Aber trotzdem muss man sagen, dass Beerus lange im Dienst ist und Beerus eigentlich auch ein Kämpfer wie Goku ist, der immer weiter und weiter machen möchte. Und jetzt durch Son Goku hat er seinen, ja, Kampfeswillen wieder gewonnen. Also, folgendermaßen, Beerus wird auf 100% stärker sein. Das ist meine Einschätzung, aber ich denke auch, das macht Sinn. Und was das Ganze suggerieren kann, diese Aussage, ist halt, dass wir ein Szenario haben nach Dragon Ball Super Broly, wo wir halt darüber reden, hey, dieser Gegner, den wir hatten, Broly, der war stärker als du, Beerus-sama. Wenn Beerus das hört, wenn das aktiv gesagt wird, kann das wiederum in einen Plot resultieren, wo eben Son Goku gegen Beerus kämpft. Und das wird hier auch eigentlich angebracht, weil man muss auch hier sagen, dass Beerus auch ein bisschen Goku triggern könnte, weil er könnte sowas sagen wie, ja, wahrscheinlich war Broly derjenige oder der Saiyan, den ich gesehen habe, so aus einer Art. Also hätte man hier das Szenario, dass man dann einen kleinen Kampf aufbauen kann von Beerus und Goku und dort können wir ein bisschen mehr von Beerus Stärke sehen. Ich würde schätzen, wenn so ein Kampf passieren würde, würden wir auch noch nicht komplett Beerus 100% sehen, aber es ist die Route, es ist der Weg dorthin, es ist der Weg dorthin, Beerus 100% zu zeigen. Und ich sag euch eins, die Sache, was mit Beerus gemacht worden ist, in ganz Dragon Ball Super war ja ähnlich wie Whis, er war ein Charakter, der nicht gebraucht wird. Deswegen das Turnier der Kraft, weil das Turnier der Kraft war ein Turnier, ein Arc, um halt eine Struktur zu schaffen, dass man eben Charakter
Charaktere wie Wiz und Beedus nicht in den Plot mit reinschmeißt. Aber jetzt, wo wir das Level ansteigen lassen, wo wir den Ultra Instinct als nächstes großes Ziel haben, kommt es immer mehr dazu, dass die Gegner auf ähnlichen Level sein müssen. Und das heißt auch, dass Beedus früher oder später gebraucht wird. Und deswegen kann man hier sagen, dass diese ganze Geschichte mit Broly im Endeffekt dazu hinausläuft, dass wir bald Beedus als Kämpfer haben können. Also wie gesagt, Beedus wird definitiv stärker sein als Broly, wenn er All Out geht. Aber der Beedus, den Goku bis jetzt kennt, von dem Goku bis jetzt gesehen hat, was er ist, der wird wahrscheinlich schwächer sein als Broly. Weil Broly hat auch gegen Gogeta gekämpft und Leute, ich weiß, Power Scaling im Film ist eigentlich voll Schwachsinn und generell sowieso, aber Broly gegen Gogeta, das ist schon für sich sprechen, muss man sagen. Broly nimmt es mit Super Saiyan God und Super Saiyan Blue, Vegeta und Gokus auf, deswegen der Typ muss schon echt ziemlich, ziemlich krass sein, muss man hier sagen. Natürlich hat man auch die kleine Sache aus dem Manga, dass Beedus im Manga mit den Göttern der Zerstörung gekämpft hat und dort ziemlich krass die Ärsche von denen aufgerissen hat. Ist halt so die Frage, wie scaled das jetzt in diesen Film rein? Ist aber auch nicht sonderlich wichtig, weil selbst der Beedus war nicht der All-Out-Beedus, den wir sehen wollen. Also würde ich die Aussage, ja, definitiv so interpretieren. Das ist quasi heißt, dass Beedus, wie gesagt, den Goku kennt, vielleicht schwächer ist, aber der Beedus, der wirklich sein wahres Potenzial zeigt, seine wahre Stärke zeigt, der wird dann sehr wahrscheinlich stärker sein. So schätze ich das ein. Natürlich kann man an dieser Stelle auch gegenscalen. Und zwar, was wir wissen. Wir wissen, Vegeta nach dem Tunnel der Kraft, der sehr, sehr stark ist, bekommt auf die Fresse. Vegeta hat Toppo besiegt. Toppo ist auf dem Level von einem Gott der Zerstörung. Toppos Hakai-Energie hat Freezer ordentlich eingeheizt, obwohl die Hakai-Energie von Sidra Freezer nicht wirklich viel getan hat. Endresultat ist, Vegeta ist über Gott der Zerstörung Level. Aber wie ich es in meinem Video schon erklärt habe zum Ranking der Gott der Zerstörung von der Stärke her, ja, das stimmt, aber die Sache ist die, Beedus ist doch mal eine Nummer für sich. Beedus hängt ganz, 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 ganz oben, was diese Stärke angeht, der Götter der Zerstörung. Deswegen kann man nicht sagen, okay, Broly besiegt Vegeta, einen Charakter, der auf Gott der Zerstörung Level ist. Das heißt, dass ja Broly auch automatisch stärker ist als Beedus, weil das funktioniert so in der Form nicht. Wir haben auch die Aussage von Beedus, dass er gesagt hat, nachdem er Vegeta im Manga nach dem Future Trunks Arc fertig gemacht hat, hat er gesagt, hey, gegen mich ist es vielleicht noch zu früh anzutreten, aber in einem anderen Universum könntest du schon wirklich sehr, sehr nahe sein, ein Gott der Zerstörung zu sein. Rein von der Kraft her. Deswegen, das ist auch nochmal ein bisschen twisted, muss man auch hier mit einbrechen. Auch mit der Aussage, die wir davor hatten, von wegen Brolys Zerstörung ist größer als die von einem Gott der Zerstörung. Mag vielleicht stimmen, reicht aber trotzdem nicht an Beedus ran. Diese ganze Diskussion, die wir bis jetzt hatten, führt uns natürlich zum nächsten Thema und zwar zum Thema, wer ist denn stärker, Jiren oder Broly? Weil über beide haben wir mehr oder weniger die Aussage, er ist stärker als ein Gott der Zerstörung und im Tunnel der Kraft konnten wir auch öfter Male sehen, dass, ja, Beedus sehr, sehr impressed war von der Stärke von Jiren und, ja, Jiren hat ja auch gegen ihn gekämpft, gegen den Ultra Instinct von Goku, der vermeintlich, ja, stärker sein soll als Beedus. Die Sache ist die, wenn Beedus dann auch irgendwann mal den Ultra Instinct richtig erreichen sollte, denn im Manga haben wir schon ein bisschen gesehen, dass er dem sehr, sehr nah ist und ja, so eine Art Ultra Instinct Omen schon drauf hat. Also er konnte ausweichen wie Son Goku. Nur die Angriffspartei hat er noch nicht wirklich gehabt. Wie dem auch sei, wenn wir diesen Beedus haben, den angesprochenen All-Out-Beedus, wird der vermutlich auch noch stärker sein als Jiren. Wobei das noch schwierig ist, weil Jiren ist ultra strong. Aber wir haben gesehen, dass Jiren zwar gegen Ultra Instinct Goku kämpfen konnte, aber der Kampf hat einen Punkt erreicht, wo Son Goku ja, Jiren fertig gemacht hat. Aber die Sache ist auch hier, diese ganze Vertrauenskiste, weil Jiren war vom mentalen Status nicht auf der Höhe. Das heißt, wenn wir jetzt einen Jiren haben, jetzt ein Rematch haben, würde sich dieser Jiren potenziell gesehen besser schlagen, weil dieser Jiren, den wir jetzt haben, also nach dem Tunnel der Kraft, das ist ein Jiren, der mental mit sich im Reinen ist. Das heißt, er kann alles aus sich ausschöpfen, das heißt wiederum hier, er würde stärker sein, wenn er All Out geht, weil bei Jiren ist auch nochmal so die Sache, er hat Ultra Instinct Aura, konnten wir ja sehen, das war sehr, sehr ähnlich zu Son Goku, aber da wurde nie wirklich erklärt, hey, was ist das denn genau? Also ist das auch hier wiederum eine sehr, sehr schwierige Aussage. Wie gesagt, ich habe es schon angesprochen in meinem Spoiler-Video, diese ganze Thematik um halt Powerscaling, gerade in diesem Film ist so eine Sache, die nicht wirklich so krass funktioniert, aber wenn wir halt in die nächste Serie gehen, wenn wir in Dragon Ball Super reingehen, dann heißt es ja auch für uns, hey, wir werden die nächste Form besprechen müssen und das heißt im Umkehrschluss auch hier wiederum, dass wir früher oder später mehr Informationen über den Ultra Instinct bekommen werden und ja, Broly wird wahrscheinlich im Dunkeln gelassen, weil wie gesagt, seine Formen und alles ist sehr, sehr verwirrend, da wird nicht wirklich sehr, sehr stark drüber geredet, was es denn wirklich ist, aber vielleicht irgendwann mal, vielleicht bekommen wir da ja, mehr Informationen, das wäre es dann auch zu dem Thema. Man kann ja auch ein bisschen twisted argumentieren. Der stärkste Gegner
Gegner, gegen den Goku je gekämpft hat, war Jiren, Whis ausgenommen, weil gegen Whis hatte er noch nie einen richtigen All-Out-Fight. Also er weiß, dass Jiren so der stärkste Gegner ist, den er hatte, weil Beerus wird stärker sein, aber er kennt das Ausmaß von Beerus nicht. Er hätte ja auch sagen können, er könnte sogar stärker sein als Jiren, was er vermutlich nicht getan hat, weil er sich nicht ganz sicher ist, ob er wirklich stärker ist als Jiren, aber er weiß, dass er stärker ist als Beerus, weil er eben nicht diesen All-Out-Beerus kennt. Ich will den Film endlich sehen, es tut mir einfach weh. Viele Leute werden ihn jetzt sehen und wir, ja, müssen noch ein bisschen im Dunkeln tappen. Ich konnte auch leider nicht ganz irgendwie in Amerika schauen oder so. Weißt du, zeitlich momentan absolut nicht passt, wie dem auch sei. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr euch den Content gönnt, dass ihr euch das ja anschaut, auch wenn momentan super, super viele Videos im Dezember erscheinen, weil ja, viele YouTuber merkwürdigerweise im Dezember wieder das Licht der Welt erblicken. Also, da kann man ja ein bisschen vom Nami-Charakter sprechen aus One Piece, wenn ihr wisst, was ich meine, wie dem auch sei. Nur ein kleiner Witz am Ende. Auch nochmal eine kleine Sache von mir. Ich weiß, viele Leute mögen das nicht, aber ich finde das persönlich eigentlich gar nicht so schlimm. Deswegen mache ich das mal wieder. Und zwar, ich habe eigentlich für heute das Video geplant, Vegeta Ultra Instinct. Ich habe nochmal ein Video vorbereitet, wo ich komplett auf diese Thematik eingegangen bin und nochmal ein paar neue Aspekte mit reingepackt habe. Also, ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Video geworden. Wie dem auch sei, ich wollte es eigentlich heute hochladen, wie gesagt, aber es kam dieser kleine Satz, deswegen wollte ich unbedingt dieses Video hier machen. Wie dem auch sei, wenn ihr dieses Vegeta-Video so früh wie möglich haben wollt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir auf dem Video hier 2000 Likes schaffen, denn dann werde ich Freitag das Vegeta-Video hochladen, weil ich wollte das eigentlich später machen, aber ich werde es dann, ja, Freitag machen, weil ich habe es ja verschoben und dann wollte ich es später hochladen, aber wenn ihr unbedingt wollt, dann werde ich es, ja, ein bisschen früh hochladen. Also, ihr seid da gefragt, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr stark freuen. Ich würde mich trotzdem noch einen wunderschönen Tag, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Bis dahin, haut rein!